Ein Wohnungsbrand ist schnell ausgelöst. Da ist es gut, wenn man zur Bekämpfung von Kleinstbränden und Entstehungsbränden den geeigneten Feuerlöscher zur Hand hat. Nicht jeder Brand kann mit jedem Feuerlöscher bekämpft werden. Es gibt 5 verschiedene Brandklassen: A, B, C, D und F. Auf jedem Feuerlöscher steht, für welche Brandklasse er geeignet ist. A steht für feste Stoffe, zum Beispiel Holz oder Textilien. Zur Brandklasse B gehören flüssige oder flüssig werdende Stoffe, zum Beispiel Fette, Lacke oder Alkohol. Brandklasse C, brennende Gase, zum Beispiel Propan, Erdgas oder Stadtgas. Brandklasse D, brennende Metalle. Die Brandklasse F ist für Brände von Speisefetten und Ölen vorgesehen. Welche Löscher sollte ich also griffbereit haben? Zum Beispiel in der Küche. Vorsicht, Fettbrände sind extrem tückisch. Sie dürfen niemals mit einem Schaum- oder Wasserlöscher gelöscht werden. Das in diesen Löschern enthaltene Wasser führt zusammen mit dem heißen Fett zu einer gefährlichen Fettexplosion. Für Fettbrand brauchen Sie deshalb einen Feuerlöscher, auf dem ein F steht. Das ist ein Fettbrandlöscher. Zum Beispiel einen ABF-Löscher. Bei Fachhändlern oder in Baumärkten gibt es auch kleine, handliche. Der ABF-Löscher kommt auch zum Einsatz, wenn ein vergessener Topflappen oder anderes, was brennt, auf der heißen Herdplatte Feuer fängt. Er macht also auf jeden Fall Sinn. Auch im Wohnzimmer kann es schnell zu einem Brand kommen. Häufige Ursache sind hier unbeaufsichtigte Kerzen. Auch für diese kleinen Brände oder Entstehungsbrände eignen sich diese Löschdosen, die greifbar in der Nähe stehen sollten. So eine Dose ist aber schnell leer. Wenn der ganze Weihnachtsbaum brennt, kann sie nichts ausrichten. Dann ist ein Schaumlöscher die bessere Wahl. Und natürlich, auch Elektrogeräte können in Brand geraten. Wenn kleine Elektrogeräte brennen, unbedingt erst den Stecker ziehen und danach versuchen, mit Wasser zu löschen. Fazit: Wer auf Sicherheit setzen will, sollte zumindest 2 Feuerlöschtypen anschaffen. Für die Küche einen Fettbrandlöscher und für die Wohnung einen größeren Schaumfeuerlöscher. Achten Sie dabei auf Qualität. Bei Billigprodukten kann es passieren, dass die Wurfweite sehr kurz ist und die erwartete Leistung nicht erreicht wird. Achten Sie beim Kauf auf diese Details. Auf dem Feuerlöscher muss ein DIN EN3 aufgedruckt sein. Jeder Feuerlöscher muss das CE-Zeichen tragen. Einige tragen auch das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Die Farbe Rot, RAL 3000, Feuerwehrrot, ist ein Zeichen für einen zugelassenen Löscher. Bei Löschdosen sollte man auf die DIN-Spec 14411 achten.